Einen schönen guten Abend in der alten Schmiede und schöne Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die über unseren Livestream verbunden sind. Ich darf heute das Vater-Sohn-Duo bestehend aus Stefan und Severin Neubauer präsentieren. Ihr neues Debütalbum trägt den Titel Nach Schattengewächse und erscheint demnächst beim Wiener Label Gramola. Das heutige Konzert ist also eine Vorpräsentation dieser Arbeit und wir werden die Möglichkeit haben, in die CD sozusagen zum ersten Mal reinzuhören, live. Eine Auswahl der Werke werden heute gespielt. Warum die CD den Titel Nach Schattengewächse trägt oder warum genau diese Werke zusammengestellt wurden, werden Stefan und Severin Neubauer dann erläutern. Ich freue mich besonders, dass heute auch die Wiener Komponisten René Starr und Gerald Resch da sind und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Jetzt begrüßen Sie mit mir Stefan Neubauer und Severin Neubauer. Für unsere Besetzung aufnehmen könnten auch. Das war dann so ein Corona-Projekt, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir Zeit, jetzt machen wir mehr und haben nach Stücken gesucht. Ein paar hatten wir schon aus früheren Ensembles oder so und andere mussten gefunden werden und da haben wir bekannte oder befreundete Komponisten auch gefragt, ob wir Wir haben befreundete, bekannte Komponisten gefragt, ob sie uns Stücke zur Verfügung stellen könnten. Und das nächste Stück, das wir jetzt spielen, ist von Gerald Resch. Diese drei Sätze stammen aus einem Saxophon-Duo, das aus vier Sätzen besteht. Und er hat uns das zur Verfügung gestellt, hat gesagt, wir sollen uns das mal anschauen, ob wir daraus was machen können. Und wir haben das für unsere Besetzung dann adaptiert und haben drei Sätze daraus ausgewählt.
die Uraufführung sozusagen von unserem Arrangement haben wir 2018 in Ostende bei einem Klarinettenfestival gespielt und das war eigentlich die Geburtsstunde unseres Duos. Im privaten Rahmen gibt es uns schon länger als Duo, aber offiziell haben wir 2018 das erste richtige Konzert gespielt und eben die Uraufführung von Gerald Resch, A-Due. Das besteht jetzt in diesem Fall aus drei Sätzen, die Sie jetzt hören werden. Thank you.
Danke, Gerald, für dieses tolle Stück. Sie haben vielleicht den Mond aufgehen hören in diesem Stück. Und das war eine der Inspirationen für den CD-Titel. Nacht, Mond und Nacht. Dann war das erste Stück der Blumenstrauß, Gewächs. Und also bei uns war nicht dass der Titel zuerst da, sondern zuerst eine Menge Stücke. Und dann haben wir einen gemeinsam verbindenden Titel gesucht. Und da ist uns halt irgendwann einmal das Nachtschattengewächs eingefallen. Außerdem sind wir beide auch Nachtvögel, das passt dann auch noch dazu. Dann kommen noch ein paar weitere Stücke, die von Dora Kojo-Karu, später das Schattenspiel und eine Elegie von Gregory Wanamaker, die er auf den 11. September, 9/11 bezieht. Also lauter düstere Sachen und das haben wir dann zusammengestellt unter diesem Titel, aber es gibt nicht nur traurige und depressive Stücke, wie wir jetzt gehört haben. Also das Ganze ist ja auch, weil das ist ja lustig und ja, hoffentlich auch positiv und optimistisch. Das nächste Stück ist von Czesław Wysocki, einem aus Polen gebürtigen Komponisten, der jetzt in Wien lebt, leider nicht kommen kann, weil er einen schweren Radunfall hatte. Dieses Stück gibt es schon länger, das ist jetzt nicht für uns geschrieben. Wir haben es zwar schon öfter gespielt, unter anderem bei seinem 75. Geburtstag. Das Stück ist ein Teil einer Auftragsarbeit, das das Ensemble Wiener Collage an ihn gegeben hat. Eine Sammlung von Etüden für Soloinstrumente bis großes Orchester. Es gibt mittlerweile, glaube ich, 120 oder über 120 Etüden und das ist eine davon, original für S-Klarinette und Altsaxophon. Und er sagt immer, diese Etüden sind nicht nur für den Interpreten oder für die Interpreten eine Übung, sondern auch für den Zuhörer. Und daher lassen Sie sich überraschen, was man da alles lernen und hören kann.
Zum Erholen jetzt wieder ein schlichtes japanisches Stück von Yuki Morimoto. Der hat in den 90er Jahren in Wien gelebt. Dabei habe ich ihn kennengelernt. Auch hier in der Alten Schmiede waren immer wieder Porträtkonzerte von ihm. Und dort durfte ich ein paar Mal mit ihm zusammenarbeiten. Und der Kontakt ist nicht abgerissen. Und ich habe ihm geschrieben, wir haben jetzt ein Duo. Und dürften wir da was haben? Und da hat er ein paar Stücke neu bearbeitet. Er schreibt neu komponiert, aber es sind Bearbeitungen. Das war, glaube ich, Geige und Bratsche, und das hat er für uns eben da jetzt adaptiert. Reunion 2.
Dora Kojocaru ist eine gebürtige Rumänin, die in Kanada lebt. Und sie hat mir vor Jahren einmal ein paar Noten von ihr in die Hand gedrückt und da war ein Duo für Oboe und Klarinette dabei. Und für unser Projekt habe ich sie gefragt, ob wir das adaptieren dürften. Und somit ist jetzt ein Duo für Sopran, Saxophon und Klarinette draus geworden. Das ist jetzt die Urführung dieser Fassung. Und Schattenspiel ist eben eines der titelgebenden Stücke, auch für das Coverfoto.
ja, manchmal trifft sich ja der Schatten auch wieder mit dem Objekt. Das ist ausgehend Schatten. Zum Schluss, Gott sei Dank. Als nächstes übergebe ich das Mikrofon an den Komponisten. Ja, also ich habe ganz im Rahmen unseres Programms Nachtschattengewächse mir überlegt, was könnte ich schreiben, was beschäftigt mich, was interessiert mich. Und ich bin darüber dann gestoßen über das Thema Angst und habe mich damit länger beschäftigt, über diese evolutionär wichtigen Mechanismus der Panik, die wir auch haben, was aber heutzutage ziemlich obsolet ist und meistens irrational. Also wir haben Angst vor Sachen, vor Situationen, die nicht eintreten, und genau das beschreibt mein Stück ein wenig. Eine Panikattacke von einer Situation, die sich im Ende dann mit einem Augenzwinkerer wieder auflösen lässt. Thank you.
Danke, Severin, für das Stück. Man kriegt da beim Spielen manchmal ein bisschen Angstzustände. Diese Vierteltöne zum Rauskriegen, für mich sind das. So, als nächstes kommt ein Stück von René Starr, der da ist, das freut uns sehr. Das Stück habe ich mit Peter Rohrsdorfer an sich mit B-Klarinette und Tenorsaxophon uraufgeführt vor längerer Zeit. Und in Ermangelung eines Tenorsaxophons haben wir den Komponisten gefragt, ob wir das eine Quart nach oben transponieren dürften. Und in unserer Besetzung S-Klarinette Altsaxophon ist das jetzt die erste Aufführung davon. Das Stück hat einen sehr langen Titel. Es ist ein Stück aus einem Zyklus Studien für Blasinstrumente. Und das ist für verschiedene Besetzungen. Das ist die Nummer 1 für Klarinette und Saxophon eben. Und hat den Untertitel Perspektiven paralleler und gegenläufiger Prozesse. Und es ist zwar übereinander genau komponiert, aber es sollte jeder seine eigene Struktur bewahren. Das ist das Schwierige an diesem Stück. Ich hoffe, wir schaffen es.
als Abschluss des jetzigen Konzerts, aber auch der CD, kommt jetzt von Gregory Wanamaker, ist ein amerikanischer Klarinettist und Saxophonist. Zwei Sätze aus seiner Duosonate auf der CD finden sich alle vier Sätze. Wie man dann unschwer erkennen kann, gibt es in dem Stück Jazz-Einflüsse. Also es lockert das Programm dann etwas auf, dass eine andere Richtung draufkommt. Auf der CD finden sich dann auch noch eine Sonate von Poulenc und aus der Kunst der Fuge ein Kanon von Bach. Also das Ganze ist nicht nur rein zeitgenössisch, sondern eben auch ein bisschen Einflüsse aus anderen Richtungen. Und eben dieses eine Stück von Wanamaker. Erster Satz Departure und der zweite Satz eine Elegie, eben wie anfangs erwähnt, auf 9/11.